Herr Hick, wie haben Sie denn diese Liebeserklärung des Papstes an die Familie gelesen? Also ich habe es sehr gerne gelesen. Das ist ein geprägt von einer ganz großen Wertschätzung an die Ehepaare, an die Familien, an die Familienmitglieder. Und zwar über die Generationen hinweg. Es ist weg von der Engführung auf eine Kleinfamilie. Es wird wirklich Familien aller Breite und Weite mitgedacht. Was ist denn neu? Was ist Ihnen denn aufgefallen? Also ich fand es sehr positiv, dass an dem Familienalltag angesetzt wird. Es ist keine Idealisierung, keine Überhöhung. Es sind nicht mehr Metaphern aus dem 19. Jahrhundert, die dann ein hehres Ideal beschreiben. Nein, es ist der ganz konkrete Alltag mit den Höhen und Tiefen, mit den Sorgen und Nöten. Und da geht es darum, das zu leben. Und das dockt da wirklich an bei dem, was Familie ganz konkret leben. Gibt es auch konkrete Beispiele, die Sie vom Papst jetzt übernehmen wollen oder werden? Also ich fand zum Beispiel ein ganz konkret dieses Bild mit den drei Worten, Bitte, Danke, Entschuldigung, wenn ich diese Haltung habe und es ist nicht selbstverständlich, was in den Familien passiert, es ist nicht selbstverständlich, dass das Zimmer aufgeräumt ist, es ist nicht selbstverständlich, dass was passiert, nein, ich sage, dass die Kinder den Müll mal wegbringen, nein, ich sage Danke, ich sage Bitte, und das ist ja auch so, Entschuldigung schadet auch nicht. Der Papst wünscht sich auch, dass Familie verkündender ist, ja sogar missionarisch. Wie kann man das denn konkret umsetzen in der Familienpastoral? Was kann man da Familien empfehlen? Also zunächst mal tun das ja Familien. Und wenn ich den Alltag wirklich wahrnehme in der Familie, dann passiert das. Wenn ich nachts aufstehe, weil das Kind schreit, wenn ich das aushalte, dass die Tochter abends bis 22 Uhr, 23 Uhr ausgeht, dann passiert das. Wenn ich die Hausaufgaben begleite und betreue, passiert das. Und also von daher muss ich den Familien eigentlich gar nicht so viel Neues sagen. Es geht viel eher darum, den Familien auch diese Wertschätzung entgegenzubringen und zu sagen, toll, was ihr das lebt, in den Bedingungen, wie ihr das schafft, die ganz unterschiedlichen, komplexen Tagesstrukturen von Schulkindern, von Kindergartenkindern, von Männern, Frauen, die, wenn die berufstätig sind, zusammenzubringen, dass das gelingt und dass das so gelingt, dass man bei all dem Stress noch eine entspannte Haltung hat und dann ist das so viel, was passiert. Und wenn ich das dann noch in einen Deutungskontext stelle, wie das der Papst ja auch macht, dass diese Beziehungen zueinander, wie wir das abbilden, etwas zu tun hat, wie Gott die Menschen liebt und dass da etwas konkret erfahren wird, dann bin ich doch mitten in der Familienpastoral, da muss ich gar nicht mehr so viel verkünden, dann kann ich das deuten, was da geschieht. Das klingt sehr ermutigend. Gibt es auch Dinge, die Sie in Amoris Laetitia vermissen, wo Sie sagen, da hätte ich mir jetzt noch gern mehr gewünscht oder da bin ich enttäuscht? Nee, also enttäuscht bin ich gar nicht. Ich bin eher nochmal selbstkritisch mit mir selbst konfrontiert, mit den Erwartungen, die ich hatte. Es waren ja vorher destilliert so bestimmte Fragestellungen. Ein Beispiel, wie der Fall geschiedene Zulassung zur Kommunion, die Erwartung, jetzt kommt die Erlaubnis, die steht so nicht drinnen. Und wenn ich das jetzt aber lese und wahrnehme, eigentlich konsequent, weil in all den Punkten öffnet der Papst und sagt, es geht um die Situation, es geht um den Einzelfall. Es gibt hier die Norm und es gibt eine Milliarde Einzelfälle, weil jede Familie, jede Ehe anders ist. Und dann muss ich von diesem Einzelfall ausgehen und muss schauen, was wird gelebt. Und da sind wir auf dem Weg. Und auch dieser Prozesscharakter, der hier wirklich durchgehalten wird, der wird auch hier angewandt. Und von daher ist es ganz, vermisse ich das nicht, dass da jetzt nicht heißt, es ist erlaubt. Nein, es ist konsequent. Ich schaue auf den Einzelfall und entwickle von daher vor dem Hintergrund unseres Glaubens und der befreienden Botschaft Jesu Christi den Weg, den die Familie als Familie, die das Paar als Paar für sich geht. Eine ehrliche Sicht aufs Leben vom Papst. Ja. Eine ehrliche Sicht, eine realistische Sicht, weil wir leben hier in dieser Welt, wir müssen uns hier verhalten. Die Vollkommenheit erlangen wir, hoffen wir, im Himmelreich zu erlangen. Und auch da sagt der Papst etwas, was ich, als ich noch in Ehevorbereitungsseminaren mit auch immer Thema war, da sagt der Papst, wir sind hier auf Erden mit unseren Schwächen und mit unseren Fehlern und unseren Starken. Und wir müssen nicht einander Gott sein.
das dürfen, die Vollkommenheit, die dürfen wir erhoffen und das müssen wir jetzt nicht. Und einander nicht Gott sein zu müssen, das ist ja auch etwas sehr Befreiendes. Kann ja auch sehr, sehr mich unter diesen Unfehlbarkeitsanspruch zu stellen, als Ehemann, als Ehefrau, als Vater, als Mutter immer alles richtig zu machen. Das geht ja gar nicht. Nein, ich darf zu meinen Fehlern stehen. Das gehört dazu. Ich muss in meiner Haltung mir selbst gegenüber und meiner Frau, meinen Kindern gegenüber, in der grundsätzlichen Wertschätzung, in den Kindern, in der Frau, den Funke Gottes, in mir selbst den Funke Gottes zu entdecken und zu achten und zu ehren, das ist schon anstrengend genug. Ich muss nicht vollkommen sein.